Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und in diesem Video will ich dir einmal 5 Pro-Features im Messenger-Marketing vorstellen und ja, diese 5 Features, dazu habe ich heute 5 neue Videos, Update-Videos in meinem Chatbot-Design-Videokurs hochgeladen. Wenn du den Kurs hast, unbedingt den Update-Bereich checken und schau dir die Videos an, wenn nicht, auch egal, ich erzähle dir jetzt, worum es geht, also los geht's. Fangen wir einmal an mit dem ersten Feature und das ist Conditions. Das heißt, du kannst festlegen, wer, was, wie, wo, wann. Kleines Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Funnel, zum Beispiel einen 3-Tages-Funnel. Jeden Tag bekommt der User ein Video per Messenger direkt auf sein Handy und er ist jetzt in diesem Funnel drin und du hast jetzt in deinem Messenger zum Beispiel ein Menü drin und in diesem Menü hast du jetzt noch 3 weitere Funnel installiert. Und jetzt könnte der User ja, machen auch viele, Menü-Piano spielen und wählen dann halt, drücken ganz wild die Tasten und auf einmal sind sie in 3 verschiedenen Funnel drin, wo sie jeweils 3 Tage lang immer jeden Tag ein Video bekommen. Und der User wollte das in dem Moment vielleicht nicht, hat aber drauf gedrückt, weil er neugierig war und jetzt hat er den Salat, bekommt jeden Tag so viele Videos, dass er irgendwann genervt ist und dein Bot deabonniert. Und um das jetzt zu vermeiden, kannst du die Conditions nehmen. Das heißt, du nimmst mit deiner Opt-in-Nachricht am Starting Point, sagst du, wenn der User in, sagen wir mal, den Hundetraining-Funnel drin ist, dann wird er gefragt, sobald er jetzt auf einen anderen Button klickt, zu einem anderen Funnel, sagen wir mal, wie backe ich meine Brötchen besonders Cross-Funnel, da klickt er jetzt drauf und dann wird er gefragt, Moment mal, du bist ja schon in dem und dem Funnel, bist du dir sicher, dass du noch einen weiteren Funnel abonnieren möchtest oder vielleicht sprichst du auch nicht über Funnel, vielleicht sagst du Videoserie, keine Ahnung, wie das Ding nennst, sagst du halt, wenn du in eine weitere Videoserie sehen willst, also die, wie mache ich mein Brötchen besonders Cross-Funnel oder Videoserie, dann klicke hier auf Ja. Wenn nicht, dann auf Nein. Also du fragst ihn quasi nochmal, bevor er aus Versehen die ganzen Tasten drückt. Er weiß ja gar nicht, dass da eine 3-Tage Videoserie hintersteckt. Deswegen drückt er vielleicht einfach mal drauf, weil er neugierig ist. Und wenn er dann sofort drin wäre, wäre er blöd. Dann, wie gesagt, kriegt er total viele Videos und erscheint ihm dann wieder wie Spam und er deabonniert deinen Bot. Und deshalb Conditions, das ist jetzt nur ein Beispiel, du kannst das Ganze auch nach ganz vielen Sachen filtern, auch nach Sprachen. Zum Beispiel kannst du sagen, wenn der User Deutsch spricht, bekommt er diesen Funnel angezeigt. Wenn der User nicht Deutsch spricht, bekommt er einen zum Beispiel englischsprachigen Funnel angezeigt. Also mit diesen Conditions kannst du quasi deinen Usern im Messenger-Funnel noch spezifischere Inhalte anzeigen. So, was haben wir als nächstes? Ich kann halt nicht lesen. Ne? Meine Palme hält gerade meinen eigenen Spickzettel hier. So, was steht da? Split-Tests. Testen, bis der Arzt kommt. Das ist doch super. Also, Split-Tests kennst du wahrscheinlich aus dem E-Mail-Marketing, kannst aber genauso gut auch im Messenger-Marketing einsetzen. Also sagen wir mal, du hast eine Broadcast, versendest ein Newsletter an deine Messenger-Liste oder jemand kommt über Opt-in, ist ja egal. Und dann schickst ihm eine Nachricht, wo du schreibst, sieh dir jetzt unbedingt folgendes Video an. So, das ist jetzt die eine Nachricht, die du ihm schickst. Dann kommt eine Infokarte mit einem Bild und einem Button, wo er draufklickt und dann kann er sich dein Video ansehen auf deiner Webseite, Landingpage zum Beispiel. Vielleicht ist da ja ein VSL oder ein Verkaufsvideo, irgendwas, ne? So, und dann schreibst du, klicke jetzt unbedingt auf den Button, um dir das Video anzugucken. Überlegst dir aber, vielleicht wäre es ja besser, wenn ich irgendwie sowas schreibe wie, in diesem Video erfährst du das und das und das und deshalb klicke unbedingt drauf. Vielleicht wäre das ja besser, weil du ihm dann schon mal einen Grund lieferst, warum er klicken soll. Oder du sagst, vielleicht möchte ich das ja lieber so ein bisschen offen halten, geheimnisvoll machen, um die Neugierde zu wecken und schreibst so, nachdem du dieses Video gesehen hast, wirst du mir so dankbar sein, weil die Inhalte werden dich umhauen. Irgendwie sowas, ne? Und dann schwirren dir im Kopf diese ganzen Möglichkeiten und du überlegst, okay, was funktioniert denn jetzt wohl besser? Und das Schöne ist, du musst jetzt einfach gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern du verfasst einfach diese 3 Nachrichten und kannst die zum Beispiel split-testen, also 3 oder 4 oder auch nur 2, kannst die gegeneinander split-testen, das heißt, sagen wir mal 100 Leute kommen drauf und du hast jetzt 4 Nachrichten und dann kannst du sagen, 25 Leute kommen da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, also die 100 Leute werden quasi aufgeteilt auf diese 4 Nachrichten und dann lässt du das mal vielleicht eine Woche so laufen und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 500, 100, auf jeden Fall viele Leute in diesem Funnel drin waren, dass du eine aussagekräftige Aussage hast, dann siehst du ja, welcher Button am häufigsten geklickt wurde. Und sagen wir mal, der Button, wo du dann jetzt das Ganze geheimnisvoller machst, wo du sagst, schaust dir unbedingt an, du wirst mir danach so dankbar sein, keine Ahnung was. Und du siehst, dieser Button hatte die
höchste Klickrate, also die meisten Leute, nachdem sie das gelesen haben, haben auf deinen Button geklickt, was du ja am Ende haben willst. Dann macht es natürlich Sinn, die ganzen anderen rauszukicken und dann nur noch diesen zu behalten. Und nochmal zum Thema Split-Tests. Ja, das Ganze macht Arbeit. Du musst dich da mal kurz ransetzen, musst ein paar Varianten verfassen, aber du musst ja immer mal überlegen. So ein Funnel hast du ja in der Regel nicht nur 2 Tage laufen, sondern über einen längeren Zeitraum. Und du kaufst ja auch Traffic ein, der kostet dich ja Geld. Und wenn der Traffic da drauf kommt, dann möchtest du ja, dass der möglichst die beste Nachricht anklickt oder die beste Nachricht angezeigt bekommt, die ihn dann am Ende dazu bringt, dass er klickt. Und deshalb Split-Test, ein sehr cooles Pro-Feature, was ich auch, wie gesagt, in meinem Kurs jetzt auch als Update hochgeladen habe, um dir zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Als nächstes haben wir User-Input. Frage deinen User und speichere seine Antwort. Im Grunde, du musst dir das vorstellen, du hast in dem Messenger-Marketing-Tool hast du wie so eine Art Karteikarte von jedem, der in deinem Messenger drin ist. Das heißt, du hast von jedem Profil, du hast seinen Namen, du hast sein Herkunftsland, Geschlecht und alles mögliche. Du kannst aber jetzt auch noch Custom Fields anlegen. Das heißt, du kannst benutzerdefinierte Attribute anlegen. Zum Beispiel legst du das Attribut an, Telefonnummer. So, und dann fragst du deinen User, keine Ahnung, im Rahmen von einer Strategie-Session oder sowas, sagst du, danke für deine Anmeldung zu der Strategie-Session. Ich würde dich gerne zurückrufen, um das Ganze einmal mit dir zu besprechen. Trage hier bitte einmal deine Telefonnummer ein. So, dann trägt er seine Telefonnummer ein und dann wird das gespeichert, wenn du das über diese User-Input-Funktion machst. Das bedeutet, bei deinen Usern kannst du dann in diese Profile reingehen, also diese Karteikarten im Grunde, die du von jedem User hast, und kannst dann bei jedem nachschauen, das ist seine Handynummer. Und kannst auch gucken, von wem habe ich überhaupt die Nummer, wen könnte ich theoretisch auch anrufen. Oder sagen wir mal, du willst segmentieren und fragst deine User, was ist dein primäres Business-Ziel? Willst du Buchungen für deine Dienstleistung? Willst du Leads sammeln oder willst du Direct Sales, also direkt Verkäufe erzielen? Und dann kannst du den User auch das fragen. Als User-Attribut legst du vorher an Business-Ziel, ne? Und dieses Business-Ziel, danach fragst du ihn dann und wenn er dann eine Antwort schreibt, wird diese Antwort gespeichert. Und dann kannst du in jeder Karteikarte vom User nachgucken, okay, was ist dein primäres Ziel? Ah, okay, hier der Alfred will direkt verkaufen, der Haribald will Lead sammeln und keine Ahnung, Fridolin will, dass er gebucht wird. Keine Ahnung, ne? Und dann kannst du auch eine Broadcast rausschicken, indem du eben sagst, diese Nachricht, sagen wir mal, es geht um Lead Magnet zur Lead-Generierung, dann ist das ja sinnvoll, das nur den Leuten zu schicken, die vielleicht wirklich als primäres Ziel Leads haben. Kannst du natürlich auch jedem schicken, aber wie gesagt, sagen wir mal, Thema Hundeerziehung, wo es wirklich speziell ist. Ne? Jemand, der jetzt einen Chihuahua hat, der hat vielleicht andere Bedürfnisse als jemand, der so einen fetten Bernardiner hat oder so. Ne? Also du kannst auf jeden Fall segmentieren und danach deine Broadcast-Nachrichten, also Newsletter quasi da filtern und dann den richtigen Usern zur Verfügung stellen. So, weiteres cooles Pro-Feature ist der Messenger-Code. Das habe ich dir auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Du kennst ja diese QR-Codes. Das sind diese Dinger, die auf Flyern immer drauf sind, die sowieso kein Schwein scannt. Theoretisch kann man sie aber scannen mit dem Handy. Machst du Kamera an, der erkennt diesen Code, sagt, oh, ich habe eine Website erkannt, öffnen, klickst du ja, bist du auf der Webseite. Und das Gleiche funktioniert auch mit Messenger. Du kannst dir in einem Pro-Feature kannst du dir einen Messenger-Code erstellen lassen. Das heißt, das ist auch so ein Code, der ist allerdings rund, sieht ein bisschen anders aus. Da ist auch dein Profilbild von deiner Facebook-Seite mit drin. Und wenn jemand eben diesen Code scannt, wird er zu einer besonderen Nachricht geleitet in deinen Messenger. Diese Nachricht kannst du auch vorher festlegen. Du kannst auch für mehrere Nachrichten verschiedene Codes festlegen. Und Anwendungsbeispiel, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ein Restaurant und da packst du zum Beispiel, du kaufst dir bei Flyer Alarm Sticker 200 Stück und du versiehst dann das Ganze mit einer cleveren Call to Action oder mit einem oder Geschenk oder irgendwas, was deinem User quasi einen Anreiz gibt, das Ding zu scannen, weil sonst macht das ja keiner. Schreibst zum Beispiel rein, wie gesagt, bestellst dir Sticker, die kannst du dann irgendwo draufkleben, auf deine Speisekarte oder auf deine Kaffeebecher oder irgendwas irgendwo platzieren in deinem Restaurant, wo der User das auf jeden Fall direkt sieht. Und auf diesem Sticker schreibst du, scanne mich und zahle nie wieder den vollen Preis. Oder scanne mich und erhalte Gerichte, die nicht auf der Karte stehen. Das heißt, damit gibst du deinem User einen Anreiz, diesen Sticker zu scannen. Was macht er? Er scannt den, er verbindet sich mit seinem Messenger, mit deiner Facebook-Seite und du hast ein Messenger-Lead. Das heißt, du kannst diesen User immer wieder über den Messenger anschreiben. Und du kannst dann zum Beispiel sagen, nächste Woche gibet mal lecker Hirschragout, das gibet sonst nicht, das ist ein geheimes Rezept.
schicke ich dem jetzt mal eine Nachricht oder beziehungsweise allen, das machst du ja nicht manuell, du schreibst dann eine Nachricht und wenn 500 Leute diesen Sticker gescannt haben, kriegen eben 500 Leute die Nachricht, Junge, heute gibt es lecker Hirschragout, gibt es sonst nicht, geheimes Rezept, du weißt ja hier, du bist Special, Spezial-VIP, du hast ja den Sticker gescannt. Formulierst du natürlich ein bisschen schöner, aber darum geht's, ne? Und dann kommt der User eben, hat erstmal einen exklusiven Status, was ihn natürlich viel mehr an dich, dein Restaurant oder deine Bar bindet. Und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dieser User dann auch eben genau an dem Tag zu dir kommt. Und das kannst du ja dann wirklich planen. Wenn du Tage hast, wo du weißt, okay, da ist vielleicht eher Flaute, dienstags wollen sie alle nicht in mein Restaurant kommen, mache ich mal sowas am Dienstag, um die Bude zu füllen. Oder ne, da musst du ein bisschen kreativ sein. Aber das ist zum Beispiel die Möglichkeit, gerade wenn du ein Offline-Geschäft hast, Messenger-Codes zu nutzen, um Chatbot-Leads zu sammeln. Und das letzte, fünfte Pro-Feature ist, was steht da? Customer Chat, genau. Chatte mit Usern direkt auf deiner Webseite. Das bedeutet, du hast auf deiner Webseite unten so einen kleinen runden Kreis mit dem Messenger-Zeichen, was auch gut ist, weil das ist ein Zeichen, was die Leute gewohnt sind. Ist ja auch nachweislich so, wenn es jetzt nicht gerade um eine Landingpage geht, wo es ein ablenkendes Element ist, ist es ja nachweislich so, dass wenn du solche Icons wie Facebook, Twitter, Instagram, die halt Vertrauen bei den Leuten haben, weil das halt Riesenfirmen sind, also Social Proof. Wenn du diese Icons auf deiner Webseite hast, dann haben die Leute automatisch sehr viel mehr Vertrauen zu dir, weil sie wissen, ah, okay, der ist in diesen bekannten Netzwerken. Erstmal, die sehen die Marke. Das ist so ein Mikroprozess. Die sehen die Marke, ah, okay, Marke, geil, große Marke, vertrauenswürdig. Und dann sehen sie, okay, derjenige scheint transparent zu sein, weil sonst wäre er da ja nicht vertreten, weil das sind ja alles, sagen wir mal, relativ mehr oder weniger transparente Netzwerke. Also wie gesagt, ich schweife ein bisschen ab. Du hast dieses Icon hier vom Messenger, vom Facebook Messenger. Und wenn jemand draufklickt, dann öffnet sich sofort deine, der Messenger auf deiner Webseite. Also das heißt, derjenige verlässt deine Webseite nicht. Und das heißt, du hast da direkt einen Chat auf deiner Webseite und zwar einen sehr guten Chat, weil der Messenger von Facebook, der ist ja ziemlich ausgereift. Wenn du dir jetzt irgendwie so ein anderes popliges Chat-Plugin auf deine Webseite knallst, das ist ja teilweise, kann das nicht viel, aber so ein Messenger, der ist ja sehr ausgereift von Facebook. Das heißt, die Leute haben einen sehr ausgereiften Chat direkt auf der Webseite, wo sie dann ihre Fragen stellen können und mit dir chatten können. Und natürlich, das Schöne ist, dadurch hast du natürlich auch wieder ein Lead, also ein Chatbot-Lead, Messenger-Lead, den du halt immer wieder anschreiben kannst. Und deshalb auch das ein sehr cooles, das war aber laut, 5 sehr coole Pro-Features, die du in deinem Messenger-Marketing einsetzen kannst. Wie gesagt, die Updates findest du in meinem Chatbot-Design-Videokurs. Verlinkung zum Kurs findest du unten im Video. Ansonsten, wenn dich das Thema Messenger-Marketing generell interessiert, findest du unter dem Video auch einen Link zum 5-Days-Messenger-Funnel. Das ist quasi ein 5-Tages-Funnel, eine 5-Tage-Videoserie, wo ich dir, während du in dieser Serie, in diesen Videos oder in diesem Funnel dich befindest, dir zeige, wie ich den Funnel gebaut habe, in dem du dich gerade befindest. Ich sage immer, es ist so ein bisschen wie Inception, Traum im Traum im Traum. Aber so kannst du am besten einmal dieses Messenger-Erlebnis aus Kundensicht einmal nachvollziehen, wenn du einmal selber durch so einen 5-Tages-Funnel läufst. Und dann kannst du danach überlegen, okay, lohnt sich sowas für mein Business? Und ich wette, wenn du da einmal durchgehst, dann fangen bei dir auf einmal an, die Zahnräder zu knirschen, weil dir dann wahrscheinlich sehr viele Ideen kommen. Oh, das und das und das und das und so und so und da könnte ich das Ganze ja für mein Business auch gewinnbringend einsetzen. Also, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde es mich außerdem freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen hoch gibst, wenn du Fragen hast, tipp einfach deine Kommentare unten in die Kommentarleiste oder wie das heißt. Und wenn du weiterhin solche Strategien, Tipps und Tricks von mir bekommen willst, abonniere gerne meinen Kanal. Also, ich sage jetzt bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.